Für das Melonennageldesign braucht ihr halt so einen pink-rötlichen Ton, einen weißen Nagellack, einen grünen und einen schwarzen. Meine sind jetzt überwiegend von Flomar, aber solche Farben kriegt man ja auch von jeder anderen Marke. Und dann habe ich noch so ein paar Tools, so feine Pinsel und einen Dotting Pen. Das kriegt man zum Beispiel auch bei Flomar. Und dann habe ich zunächst erstmal 3 meiner 5 Nägel in diesem rötlichen Ton lackiert und halt gut trocknen lassen. Und dann habe ich die anderen 2 Nägel in dem weißen Nagellack lackiert. Und bei dem weißen Lack brauchte ich dann auch 2 Schichten, damit das halt richtig gut deckend ist. Und das habe ich natürlich auch gut trocknen lassen. Ihr euch halt von diesem rötlichen Nagellack so ein paar Tropfen und gebt das auf irgendein Stück Papier oder auf irgendeinen Untergrund, den man halt dafür benutzen kann. Und dann braucht man halt einen feinen Pinsel, um dann eben für diese Melonenstücke so kleine Dreiecke auf euren Nagel zu pinseln. Ich habe halt erstmal für das Dreieck wirklich die Umrandung gemacht und es sozusagen dann ausgemalt. Und mit so einem feinen Pinsel geht das eigentlich auch recht gut. Habe ich dann natürlich auch gut trocknen lassen und dann habe ich bei diesem Melonenstück halt mit der Schale oder Rinde oder wie auch immer man es bei der Wassermelone nennt, weitergemacht. Dafür habe ich halt auch diesen grünen Nagellack genommen und mit einem feinen Pinsel an einen dieser Dreiecke sozusagen den Rand gepinselt. Das Ganze natürlich auch wieder gut trocknen lassen. Und am Schluss kommt der schwarze Nagellack und dafür braucht ihr dann diesen Dotting Pen, wo ihr dann auch nur ganz leicht reingeht, also nicht direkt ganz eintunken und dann eben auf diese Melonenstücke nur ganz, ganz leicht mit nicht so viel Druck diese Melonenkerne quasi drauf tupfen. Habe ich das Ganze wieder gut trocknen lassen und dann nochmal mit einem Klarlack versiegelt. Fertig sind eure Melonennägel. Auch für dieses Blumennageldesign braucht ihr wieder einen weißen Nagellack, ein Türkis, einen silberglitzernden Nagellack und einen Gelbton und auch wieder so ein paar Nail Tools, also wieder feine Pinsel und am besten auch so einen Dotting Pen. Angefangen habe ich damit wieder eigentlich alle Fingernägel außer meinen Ringfingern diesem Türkis zu lackieren und das Ganze gut trocknen zu lassen. Und dann habe ich meinen Ringfinger mit diesem silberglitzernden Nagellack mehrmals lackiert, also immer wieder lackiert, trocknen lassen und nochmal drüber lackiert, bis mir das halt deckend genug war. Dann nehmt ihr euch wieder ein paar Tropfen von dem weißen Nagellack und den Dotting Pen und dann habe ich 3 meiner 5 Nägel einfach mit so ein paar weißen Punkten versehen. Könnt ihr ja dann selber entscheiden, welche Nägel ihr bepunkten wollt. Ich habe mich halt für diese Nägel entschieden und das Ganze dann gut trocknen lassen. Dann nehmt ihr wieder ein paar Tropfen von eurem weißen Nagellack und einen recht feinen Pinsel, um halt diese Blumen auf euren Nagel zu malen. Ich habe einfach damit angefangen, ein einfaches Kreuz erstmal auf den Nagel zu malen und in jedem dieser Viertel, die dann sozusagen entstehen, nochmal ganz viele kleinere weiße Striche zu machen, so dass am Ende dann sozusagen eine Blume entsteht. Ihr braucht dafür wirklich einen ganz feinen Pinsel, damit man halt diese Blumen, diese Blätter halt wirklich richtig schön draufmalen kann. Und ihr braucht wirklich ein bisschen Geduld, aber am Ende lohnt es sich dann doch irgendwie.
Dann zwei Blumen pro Nagel halt drauf gemalt und das Ganze natürlich dann auch wieder gut trocken. Dann braucht ihr noch ein paar Tropfen von dem gelben Nagellack und den Dotting Pen, um halt bei der Blume noch das gelbe Innere drauf zu tupfen, und dann seid ihr schon fertig mit eurer Blume. Dann könnt ihr natürlich am Ende noch einen Klarlack drüber machen und fertig ist dann auch schon euer Blumennagel-Sommerdesign.